hatten eine super spannende Diskussion letzte Woche angefangen über Staatsausgaben Ja. und über das Programm, oder, von dem neuen Präsidenten. Der Herr Schulz. Ja, genau. Also ich hatte lustigerweise auf LinkedIn jetzt gerade ein Post gehört, oder wie schlimm das ist, dass die Staatsquote überall steigt. Ja. Und mir ist dazu spontan in den Sinn gekommen, dass bei wachsenden Volkswirtschaften, oder also beim wachsenden Wohlstand de facto, beim wachsenden Wohlstand auch die Ansprüche wachsen, auch an den Staat, oder? Und wenn du jetzt gleichzeitig eine Wirtschaft hast, die immer effizienter wird und die quasi privatwirtschaftlich erbrachten Produkte und Dienstleistungen immer günstiger hergestellt werden können, dann nimmt ja automatisch der Anteil dieser Produkte am Bruttosozialprodukt ab, auch wenn der Output steigt. Also auch wenn die Privatwirtschaft mehr und mehr erbringt, wenn sie das effizienter und effizienter machen kann und wenn weniger und weniger Leute dafür gebraucht werden, dann nimmt das der Anteil der Privatwirtschaft ab am gesamten Inlandprodukt. Und ich würde jetzt vermuten, das ist definitiv ein Faktor, oder? Und was machst du jetzt, oder? Hältst du jetzt an einer Staatsquote fest und verlangst dafür, dass die Privatwirtschaft irgendwie noch mehr wächst, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr wachsen müsste, denn sie erbringt bereits alle Produkte und Dienstleistungen. Oder überlegst du dir viel mehr, und das ist jetzt eben die Frage, ob das gemacht wird oder nicht, und ich würde sagen, das ist eine never-ending story, überlegst du dir viel mehr, ob die Staatsausgaben effizient erbracht werden, oder? Und dann wird es viel komplizierter, oder? Kann man nicht einfach sagen, die Prozentzahl ist gestiegen. Da muss man jede einzelne Staatsausgabe anschauen und überlegen, ist dieses Bedürfnis, das hier der Staat befriedigt, ist das effizient bewerkstelligt? Und darum finde ich die Diskussion eigentlich recht kompliziert. Also man muss dann eigentlich in die Details reingehen. Wenn du jetzt schaust, was der Staat für uns machen muss, ist es sicher primär Sicherheit, dann ist es Gesundheit, Ausbildung und Infrastruktur, oder? Und das sind verdammt komplizierte Gebiete, weißt du, wo ich dann nicht sofort sagen würde, ja, unsere Straßen sind zu wenig effizient gebaut oder man könnte den öffentlichen Verkehr effizienter organisieren oder das Gesundheitswesen ist ineffizient. Also ich glaube, da bin ich dann sofort in einer Situation, wo ich sagen muss, also da bin ich nicht besonders kompetent. Also ich würde mich gerne mit auseinandersetzen, aber dann würde ich jetzt nicht mehr sagen, die neue Regierung, die da reinkommt und irgendwelche Vorschläge macht, ist per se schlecht, nur weil sie die Staatsausgaben erhöht. Also finde ich einfach, ist dann das Urteil ist weniger einfach. Ja, Hermann, also bin ich bei dir grundsätzlich, ist natürlich ein weites Feld, die Diskussion. Was mich halt besorgt macht, ist halt vor allen Dingen, dass die konsumtiven Ausgaben immer weiter steigen. Und zwar absolut und prozentual bezogen aufs BIP. Und das sind halt in der Hauptsache in Deutschland halt wirklich der Sozialetat letztendlich, vor allen Dingen auch zur Rentenversicherung. Deutschland ist nicht in der Lage, für meine Begriffe eine vernünftige Reform ihrer Rentenversicherung herbeizubekommen. Ich meine, in der Schweiz diskutiert ihr das Thema, glaube ich, auch mit AHV und BVG und wie das heißt, ne, glaube ich. Eine Reform, um das zukunftssicher zu machen für die neue Demografie. Deutschland gibt es da sehr wenige Ansätze. Es gibt jetzt so einen ersten Versuch, mal mit 10 Milliarden in eine kapitalgedeckte Finanzierung. Aber ansonsten ist es in Deutschland ja rein Umlageverfahren, die ganze Rentenversorgung. Und das sind eben Punkte, wo ich sage, der Staatsanteil nimmt hier immer weiter zu. Und ich hätte überhaupt kein Problem, wenn wir jetzt dieses Geld staatsmäßig in Bildung, in Infrastruktur und solche Dinge, von mir aus auch Klima und solche Sachen
investieren würden, aber eben nicht in den konsumtiven Bereich. Das macht mich besorgt. Ja, also eben meine Antwort ist dort, es ist wirklich schwierig in den Details, oder? Ich will nicht per se sagen, es wird gut gemacht in Deutschland oder in der Schweiz oder wo es besser gemacht wird, für das weiß ich zu wenig. Aber ich würde erwarten, dass eine weit entwickelte Volkswirtschaft immer mehr kollektive Lösungen braucht. Gerade wenn die Wirtschaft immer effizienter wird mit Roboter etc., würde ich sagen, ist die natürliche, logische Entwicklung, dass mehr und mehr in den Konsum geht. Also das, und zwar Staatskonsum. Also der Staat muss zum Beispiel im Gesundheitswesen mehr und mehr ältere Leute versorgen. Das ist Konsum, oder? Er muss die Leute besser ausbilden, weil die Volkswirtschaft weiter fortgeschritten ist. Er muss dafür sorgen, dass Menschen, die es nicht mehr im Produktionsprozess braucht, sinnhafte Arbeit haben. Das ist auch wieder Konsum. Das wird nicht automatisch zu sich, also sichergestellt, oder? Unbedingte Grundeinkommen ist so ein Fall. Das geht nur unter Konsum, Kategorie Konsum. Und da kann man gerne darüber diskutieren. Was ich sagen möchte, ist, dass ich erwarte, dass eine Volkswirtschaft wie Deutschland und die Schweiz ihre Staatsausgaben steigen muss, auch im Konsumbereich. Das ist für mich noch nicht ein Problem. Für mich ist es erst ein Problem, wenn man sieht, das wird total ineffizient gemacht, da werden Gelder verloren, da werden Bürokratieprozesse finanziert, die man viel schlanker machen könnte, dann hätte ich ein Problem. Aber über das wird gar nicht diskutiert, oder? Also vielleicht auch, weil es zu kompliziert ist. Aber wir müssen eigentlich darüber diskutieren, wie stellen wir sicher, dass wir in einem Umfeld, wo kollektive Lösungen viel, viel wichtiger werden, effizient bleiben. Oder der Markt, der macht das von alleine, da mussten wir uns um nichts kümmern, weil die ineffizienten Betriebe, die werden dann ausgemerzt, oder? Aber jetzt beim Staat ist das ja nicht so, weil du hast nur einen Provider, oder? Der hat ja kein Interesse, effizienter zu werden, ist wie ein Monopolist. Und über das würde ich mich gerne unterhalten, oder? Wie können wir Effizienz messen? Wie können wir Zusammenarbeit zwischen Staat und Privaten besser regeln, sodass der Staat entscheidet, wo das Geld hingeht, aber die Privaten müssen im Wettbewerb die Leistung erbringen, oder? Mhm. Also jetzt zum Beispiel eine Leistung, die ganz offensichtlich ist, sind die Tests für die Corona-Tests, oder? Das könnte natürlich eine Bundesbehörde machen oder eine staatliche Behörde, aber es ist viel effizienter, wenn das an die Privatwirtschaft weitergegeben wird und die staatliche Behörde stellt sicher, dass sie nicht zu viel bezahlt dafür. Also das ist so ein Fall, oder? In der Public-Private Partnership nennt man das so, das ist schon seit 20 Jahren. Aber dort machen wir meines Erachtens zu wenig. Also ich hätte gerne mehr Forschung dort und ich hätte auch gerne mehr Diskussion zu diesem Thema.